So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Angel Attack oder auch Bayonetta. Wir müssen noch schnell diese Arcade-Runde schaffen. Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal etwas besser... Okay, das ging schon mal daneben. Auch das ging daneben. Ich bin wirklich schlecht in diesem Arcade-Spiel irgendwie. Die Kleinen bringen ja viel mehr Punkte und brauchen nur einen Schuss. Jetzt sollte ich immer auf die... Oh, das war ein Headshot. Fantastisch, 20 Punkte, die bringen mir auch wieder nichts. Ich kann mir wieder mal keinen Lutscher kaufen, außer die Punkte aus der letzten Runde werden zusammen gezählt. Werden sie leider nicht, deswegen kann ich sowieso nichts machen. Aber ich bekomme 2000 Ringe, ist vielleicht sowieso viel besser, als so einen Lutscher sich zu holen. Und weiter geht's. Auf der Map. Wo werden wir jetzt hinlaufen? Und warum... Ach nee, das hatte ich schon mal gefragt. Warum wir diese Katzenfüßchen haben. Und warum brennt das Dorf jetzt? Verbrannte Erde, wie passend. Warum brennt das Dorf jetzt auf der Map? Ergibt das überhaupt irgendeinen Sinn? Wer hat unsere Karte angezündet? Das ist doch blöd. Okay, gehen wir ins nächste Level, drücken wir auf Spielen. Und los geht's. Noch einmal eine super Attacke hinlegen. Yay! Und nochmal. Yes! Auf die Beine. Und nochmal in der Luft. Okay, das war's. So, den Drachen haben wir besiegt. Wir sind wieder in der Stadt Vigrid. Zumindest sieht es so... Hexenzeit? Sieht ganz so aus. If I was your child, I'd be an awfully ugly witch, wouldn't I? Yours is a face only a mother could love, and one I could never forget. Wow. Das war gemein. Er hat natürlich ein Problem, dass sein Kopf irgendwie falsch herum ist. Schon unten komisch. Autsch. Darf ich jetzt dagegen kämpfen? So richtig? Würde ich gerne tun, eigentlich. Na dann, auf geht's. Ich will auch wirklich dagegen kämpfen, aber er haut natürlich ab. Er hat Angst vor uns. Wer kann es ihm verübeln? Ach man. Oder kommt er zurück? Oh nein, wer ist jetzt das? Oder was ist das? Was kommt da aus dem Boden? Lava? Ach ja, verbrannte Erde, ich erinnere mich. Stimmt, so heißt ja dieses Kapitel. Ich schätze mal, ich muss jetzt von hier abhauen. Oh, das sieht aber ganz cool aus eigentlich. Okay, in welche Richtung muss ich denn überhaupt? Wo geht es lang? Wo werde ich nicht in Lava untergehen, wenn ich hinlaufe? Okay, ouch. Soll ich da runter vielleicht? Okay, das scheint der richtige Weg zu sein. Aber erstmal muss ich ein paar Engel töten. Hey, du. Oh, Folterangriff. Yes, Gigatonne. Oh, ich kann es noch aufladen. Ah, ich habe aber nicht so viel geschafft. Schade. Schade. Oh, brennt ihr. Tut mir auch leid, wenn ihr da reinlauft. Ist mir allerdings auch schon ein paar Mal... Wieso wird meine Attacke ständig unterbrochen? Ich kann die nicht hauen, weil die so brennen, oder? Kann das sein? Muss ich die irgendwie auslöschen? Also nicht auslöschen, sondern löschen. Das Feuer löschen. Auslöschen natürlich auch. Das habe ich ja eigentlich vor. Aber irgendwie... Ich kann die auf jeden Fall nicht mit Nahkampfattacken angreifen. Das ist doch blöd. Machen denn meine Pistolen überhaupt Schaden? Ist meine Frage da an dieser Stelle. Habe ich überhaupt Kombination mit diesen beiden Tasten? Kriege ich die überhaupt so kaputt, wenn ich das mache? Kann ich nicht vielleicht... Oh, jetzt habe ich Hexenzeit angemacht. Ah, jetzt kann ich dem bestimmt Schaden machen. Wow, was war das denn für eine Kombination? Wie habe ich das hingekriegt? Nee, das will ich auch nicht machen, was ich hier gerade tue. Jetzt komm schon, geh kaputt einfach. Ah, du nährst mich. Du brennendes Etwas, Engelchen. So. Ein paar Ringe einsammeln. Ich würde ja gerne mal wieder in den Laden von Rodin zurück. Ich würde mir gerne ein paar Sachen kaufen eigentlich. Oh, wenn ich mir diese Waffe aufnehme, vielleicht kann ich die dann damit attackieren. Ich hoffe, das funktioniert, weil ich dann genug Abstand von ihnen halte. Aber ich weiß es natürlich. Und was liegt da rum? Achso, das ist nur ein Pfahl. Können wir nicht einsammeln? Brauchen wir nicht. Weiter geht's. Hier entlang. Rechts rum. Hier sind wir doch schon mal lang gelaufen. Warum müssen wir nochmal den gleichen Weg nehmen? Oh. Wir sollten uns beeilen, schätze ich. Hexenzeit? Nee? Oh, was willst du denn hier? Lass mich in Ruhe. Ah, ich muss laufen. Okay, über den kann ich auch rüberspringen. Ja, kann ich. Okay. Anscheinend muss ich die alle nicht besiegen. Ich hoffe, sie verbrennen alle im höllischen Lavafeuer. Müsste ja eigentlich funktionieren, schließlich sind das Engel. Okay, wo geht's jetzt lang? Müssen wir da wieder runter? Und wer bist du, der sich mir in den Weg stellt? Oh, ein neuer Gegner, nicht ein Greif. Wie heißt ein Dinger noch? Ein Hypogreif? Ich habe den Namen vergessen. Fairness. Das ist aber nicht sehr fair. Obwohl, wahrscheinlich ist es gerade fair, denn ich bin so unschlagbar gut. Oh, oh, ich bin ausgewichen, aber nicht die Hexenzeit. Ah, verdammt. Jetzt habe ich Hexenzeit. Okay, jetzt mach... Nein, runter! Du musst runter! Ich treffe doch nicht. Oh. Oh, der kriegt aber echt ganz schön ordentlich Schaden. Jetzt habe ich ihn auch noch seine Rüstung kaputt gemacht. Oh mein Gott, sieht der
anders. Oh, wo kommt das Ding? Egatonne, schnell drücken, drücken, drücken. Ich habe vergessen zu drücken. Oh mein Gott, ist das fies. Aber auch irgendwie gut. Yay. Ich hoffe, davon gibt es noch viele verschiedene Moves. Dass wir noch einiges geboten bekommen. Da drüben ist eine Hexenkiste oder sowas. Und was ist das? Wieder eine Music Disc? Aber eine kaputte Music Disc. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einen Hypogreifen besiegen müssen, um sie zu komplettieren und den kompletten Track hören zu können. Okay, dankeschön. Reines Platin habe ich bekommen. Fantastisch. Aber eigentlich wollte ich nur diese Kiste einmal kurz öffnen. Fantasie Impromptu. Das Stück einer goldenen LP der Engelshymnen. Sie wurde sauber in der Mitte geteilt. Naja, sauber sieht das aber nicht aus. Ich möchte nur einmal kurz diese Kiste öffnen. Das ging doch, oder? Ja, und was kriege ich? Hochheben? Wie hochheben? Was habe ich gerade hochgehoben? Die Mülltonne? Na, das wollte ich eigentlich nicht. Okay, da war leider nichts drin. Dann gehen wir einfach so weiter. Oh, ich kann hier auch noch hoch. Kann ich hier oben direkt... Nee, da kann ich nicht rumlaufen. Okay, gut. Dann gehen wir lieber mal da lang, wo wir auch hin sollen. Nämlich hier runter. Muss ich jetzt wieder die Brücke so aktivieren? Ich hoffe doch nicht. Sieht aber so aus, als müsste ich das wahrscheinlich. Okay, nein. Ich kann durch die Tür, die schon lange nicht mehr geöffnet wurde. Okay, da waren wir dann auch endlich mal nicht. Aber ich glaube, ich brauche Hexenzeit, um da durchzuspringen, oder? Also, Hexenzeit. Yes, ich habe die Hexenzeit. Mist. Das Timing war aber blöd. Okay, nochmal. Statuen. Aktivieren. Okay, aktivieren. Ausweichen. Okay, ich bin bereit. Okay, ich kann durch jetzt, glaube ich. Okay, ja, fantastisch. Damit wären wir auch durch das Feuer gekommen und mache ein paar dieser Engel fertig. Oder auch nicht. Muss ich schon wieder weglaufen? Ja, ich muss schon wieder weglaufen. Ich komme vor wie Indiana Jones mit langen schwarzen Haaren. Und als Hexe. Und ohne diesen Ball natürlich. Ah, nein. Wir surfen sogar auf der Welle. Fantastisch. Fly me to the moon? Nein. Oh ja, der Mond. Wir können wieder an der Wand laufen. So ist es natürlich auch viel entspannter. So kriegen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen die Wärme von da unten ab. Aber wir können zumindest nicht hineinlaufen. Zumindest noch nicht. Ach, was wollt ihr denn? Wieso könnt ihr das eigentlich auch hier an der Wand? Oh mein Gott, wieso kommt da jetzt Lava aus der Wand? Wie funktioniert das denn? Wie ist das möglich? Ergibt das überhaupt noch einen Sinn? Geht mir aus dem Weg. Ich habe keine Lust mehr gegen euch zu kämpfen. Oh, da fällt er. Nee, er ist noch da. Okay, wo muss ich denn überhaupt hin? Muss ich die erstmal komplett besiegen, oder? Achso, ich muss bestimmt hier rauf, oder? Okay, super. Und dann kann ich an diese Wand. Dann geht es hier weiter. Irgendwo hin. Ich lasse den einfach mal aus. Ich will nicht gegen den kämpfen. Versuche einfach nur schnell diesen Weg zu finden. Okay. Da geht es wohl nicht weiter anscheinend. Soll ich dann wieder zurückgehen, oder? Wie ist der Plan? Okay, da komme ich so nicht hin. Ich hoffe, niemanden wird schwindelig dabei. Nee, hier geht's aber auch nicht weiter. Muss ich die jetzt besiegen erstmal, oder? Okay, einen habe ich. Wo ist der andere? Hier war eben noch einer. Ich habe dich doch eben gesehen. Okay, dann soll ich wahrscheinlich wieder zurückgehen, oder? Soll ich wirklich? Nein, soll ich nicht. Wo soll ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Sag mir, wo ich hin muss. Oder kann ich da rüberspringen? Ach so, ich kann da rüberspringen. Ah, okay, das erklärt einiges. Dann können wir auch hier weiter. Wie bricht da bitte Lava durch die Wände? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh mein Gott. Okay, da können wir auch rüberspringen. Der Weg wird funktionieren, da bin ich mir sicher. Oh, und nein, an die Wand. Bist du an der Wand? Oh Gott, da wäre es fast vorbei gewesen. Kommt jetzt noch ein Bosskampf dazu? Ich glaube nicht, dass sich Lava in echt so flüssig bewegt. So schön rund. In großen Wellen. Oh, die Wand hoch. Schnell laufen, laufen. Achso, muss ich da hochlaufen? Okay, ich laufe da hoch. Schnell, schnell. Sind wir schon wieder auf einem Kirchturm? Doch nicht wirklich, oder? Worauf befinden wir uns hier? Okay, der Turm fällt. Ich möchte X. Habe ich es geschafft? Bitte habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft. Okay, super. Wir sind da rausgekommen noch. Hi. Ah. Muss ich immer noch weiter weglaufen, oder war es das jetzt? Oh, wir haben ein Buch gefunden. Ich weiß nicht, warum da ein Buch rumlag. About the Umbra Witches 2. Ja, wollen wir jetzt auch nicht lesen. Besonders viel Zeit haben wir auch nicht, denn es ist einigermaßen stressig und heiß hier gerade in der Stadt. Wer möchte sich noch uns noch in den Weg stellen? Ein weiterer Hypogreif, der die zweite Disc haben wird. Okay, es sind zwei. Nicht noch ein dritter? Oh, ich dachte schon. Schade eigentlich. Okay, oh Mann, der hat mich getroffen. Oh, der hat mich im... Oh mein Gott, lass mich los. Ich habe gar nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Ich muss mal langsam ein bisschen... Oh, ich wollte den Folter... Oh, ich habe den Folterangriff gemacht. Tötet das den auch? Das müsste ihn eigentlich nicht genug... Oh, wird das den schon irgendwie töten? Nee, tut es nicht, oder? Tötet es ihn oder... Es hat ihn getötet. Okay, sehr gut. Der erste wäre schon geschafft. Ich wollte nichts hochheben. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Ich habe Werfen gedrückt. Warum wirft es das nicht? Okay. Machen wir ihn einfach auf die altmodische Art und Weise fertig. Drehen, 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 drehen. Warum auch immer. Was hat mich da gerade... Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich... Okay, ich muss mal das mit der Hexenzeit langsam mal hinkriegen, dass ich auch dran denke, ab und zu mal auszuweichen. Um in diese Zeitlupe... Okay, ich habe es geschafft. Sehr gut. In der Zeitlupe kriegen wir ihn auf jeden Fall ganz locker auseinander.
Und damit wäre er besiegt. Und wir haben die LP kompliziert. Das ist unser Ziel. Ah. Goldmedaille? Wirklich? Habe ich die wirklich verdient? Ich denke eigentlich nicht. Wie, wir haben die zweite LP gar nicht bekommen. Die zweite Hälfte meine ich, nicht die zweite Disc. Okay. So bin ich noch nie mit einem Zug gereist. Die Musik. Die Musik ist so ein bisschen wie bei Charlie's Angel, Drei Engel für Charlie, oder? Erinnert mich zumindest total daran. Ich wette, es ist daran angelehnt. Oh, Megatonne! Ah, drücken, 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 drücken. Komm schon. So stark, wie es geht. Was auch immer sie da gerade tut. Ich unterstütze sie gerne. Okay. Das wäre wohl geschafft. Wir sind wohl im nächsten Abschnitt angekommen. Mach nur ein paar Saltos. Ein paar Kunststücke. Und da sind wir in dieser Höhle. Der auch noch mehr Feuer ist. Aber na gut. Gehen wir Richtung Hölle, wenn wir hier lang gehen? Ich hoffe doch nicht. Obwohl, ich vielleicht auch schon, denn ich möchte mir immer noch Items bei Rodin kaufen. Oh, komm schon. Ab in die eiserne Jungfrau mit dir. Schön, den ersten sind wir los. Was kann ich hier aufnehmen? Achso, seine Waffe. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden Dinger. Geht weg von mir. Das war's schon? Okay. Kriege ich schon wieder eine Bewertung? Sogar diesmal Platin. Oh, ich bin im Wasser. Im Wasser nicht, in der Lava. In Wasser wäre ja wohl nicht so schlimm, nehme ich an. Da. Okay. Oh, shit. Was, jetzt kommt das sogar von der Decke. Wie funktioniert das denn schon wieder? Okay, wir sind im nächsten Abschnitt jetzt offensichtlich. Und wie ich da links sehe, können wir sogar da bei Rodin einkaufen. Das sind die Katakomben. Das sieht aber nicht aus wie Katakomben. Katakomben sind doch eigentlich was anderes. Gut. Hier ist aber der Eingang zu Rodin Shop. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt runtergehen... Obwohl, nee, wir gehen da jetzt runter. Ja, ich möchte da gerne hin. Wir werden noch einmal einkaufen. Und dann werde ich mich auch von euch verabschieden. Für heute. Ah, ein paar Kunden. Ich mache immer das Gleiche hier eigentlich, oder? Es kommt, weil ich keine Moves kann. Ja, die habe ich gefunden. Sehr gerne. Ja. Wie, jetzt verschwindet er? Ich möchte aber erst noch was kaufen. Hey! Hey! Ich wollte doch noch was kaufen. Oh, kann ich jetzt noch was kaufen oder nicht? Wird er sofort wieder zurückkommen? Wird er so schnell in die Tropen reisen können? Na gut, er ist ja über mich. Er wird es wohl hinkriegen, oder? Er wird gleich wieder da sein. Sieht zumindest so aus. Yes. Okay, was hast du da für mich? Oh, er sieht aber nicht so... Wow. Onyx-Rosen. Oh, die sehen besser aus als meine alten Waffen. Sehen fast aus ein bisschen wie Schrotflinten, oder? Okay, Onyx-Rosen. Dankeschön dafür. Sieht so aus. Wie, jetzt holt er uns noch die nächsten Waffen? Deswegen sollte man wahrscheinlich regelmäßig hier reingehen, damit man sich nicht stundenlang das hier angucken muss. Verschwindet er jetzt wieder in die Tropen? Er hat uns nicht gesagt, wo er hinreist. Aber bis gleich, nehme ich an. Bring uns eine hübsche Waffe mit. Bitte. Können sie wirklich gebrauchen. Denn einige Engel wollen uns an den Kragen. Ziemlich viele Engel. Hi. Wurde er wieder so... Okay, er wird anscheinend jedes Mal so fertig gemacht. Oh, ein Katana? Also ein Schuraber steht da eigentlich. Okay, dankeschön. Kann ich mir jetzt auch Waffen kaufen? Onyx-Rosen. Ah, die habe ich doch jetzt schon, oder nicht? Okay. Ich dachte, die hätte ich jetzt schon eigentlich. Habe ich sie jetzt nicht? Okay. Egal, wir gehen nochmal aus dem Shop raus. Ach so, nee. Ah, doch, eigentlich schon. Okay, dann verlassen wir das Tor zur Hölle wieder. Nein, ich wollte noch Moves kaufen. Oh, naja, kaufe ich mir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Jedenfalls verabschiede ich mich hiermit von euch. Mach noch ein paar schicke Moves. Tanze durch die Luft. Und da sind wir wieder. Es wurde gespeichert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.